So Leute, willkommen zurück zu Paper Mario und hier kommt nun die Zwischensequenz mit Peach und Twink. Ich frage mich, was Mario wohl gerade macht. Ob er vielleicht verletzt ist? Ich mache mir solche Sorgen um ihn. Es geht ihm sicher gut, Prinzessin. Ich wette, er ist gerade dabei, die Sterne zu retten. Ja, du hast recht, Twink. Ich muss stark sein. Ich muss mich darauf konzentrieren, einen Weg herauszufinden. Aber vor der Tür stehen jede Menge Wachen. Und du kannst unmöglich durch das Fenster entkommen. Oh, warte eine Minute. Ich erinnere mich, dass mir der Minister gesagt hat, es gäbe in diesem Raum einen Geheimweg. Twink, hilf mir bitte, danach zu suchen. Cool, tolle Idee. Ja, und der Schalter ist hier. Sieh doch, das ist etwas hinter diesem Bild. Der Schalter. Und der Ofen ist aus. Interessant. Ja, cool. Jetzt können wir diesen Raum verlassen. Jo, jetzt. Peach sollte mal springen lernen. So, Ich hoffe, Bowser ist da. Wo sind wir? Ein Tagebuch. Hey, sieh dir das an. Es scheint, als hätte jemand sein Tagebuch hier liegen gelassen. Sollen wir es lesen? Lesen wir mal. Oh, solche Dinge tust du wohl gerne, wie? Zitze. Okay, aber ganz leise. Mal sehen. Tag 0 von 0. Monat Stern. Sonnig. Heute bin ich zum Sternhafen gegangen und habe dort den Sternstab gestohlen. Jetzt bin ich unbesiegbar. Cool. Ich habe auch die 7 hohen Sterne entführt, jetzt können sie nicht mehr dazwischen funken. Das war ein harter Tag und ich bin ziemlich erledigt. Das Abendessen war ganz nett, aber ein bisschen fade. Ich glaube, ich kenne die Person, die das geschrieben hat. Sollen wir weiterlesen? Okay, machen wir weiter. Tag 0 von X, Monat Stern, wolkig, dann sonnig. Liebes Tagebuch, heute war ein großer Tag. Ich habe meine Festung dazu genutzt, den Pilzpalast in den Himmel zu heben. Dann bin ich in den Palast eingedrungen und habe Mario verdroschen. Yeah! Ich weiß, unglaublich, aber lustig. Es kommt noch besser. Danach habe ich Prinzessin Peach entführt. Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich hoffe, sie mag mich. Prinzessin Peach, das ist Bowsers Tagebuch. Wie geht? Was sollen wir tun? Sollen wir weiterlesen? Wir lesen. Tag X von X. Monat. Stimmt. Soll ich? Nun, die Koopa-Brüder sind von Mario besiegt worden. Er hat sogar den blöden Stern befreit, den ich dort gefangen hielt. Ich bin so sauer, dass ich kaum schreiben kann. Oh, ich bin Mario, ich bin so groß und stark und gut und hilfsbereit. Ich hasse ihn, aber ich mache mir trotzdem keine Sorgen. Auf keinen Fall kann Mario den Stern in den staubtrockenen Ruinen retten. Um das zu tun, müsst ihr zuerst das Geheimnis der Wüste lösen und die Ruinen in der staubtrockenen Wüste finden. Er weiß ja nicht mal, wie man in die Wüste gelangt. Deshalb mache mir keine Sorgen. Ich bin sogar so ruhig, dass ich jetzt zu Bett gehe. Die staubtrockenen Ruinen sind inmitten der staubtrockenen Wüste. Einer der edlen Sterne wird dort gefangen gehalten. Twink, glaubst du, du kannst Mario finden und ihm das mitteilen? Ja, natürlich, Prinzessin Peach. Ich mache mich sofort auf die Suche. Nein, ich fasse es nicht. Ich habe mein geheimes Tagebuch offen liegen lassen. Es wäre mir voll verpackt, wie es jemand lesen würde. Was? Die Prinzessin hier zu suchen. Ah, ihr Böseligen. Ich habe mein Tagebuch gelesen. König Bowser, gibt es ein Problem? Ihr seid die schlechtesten Wachen aller Zeiten. Bringt die Prinzessin sofort zurück auf ihr Zimmer. Jawohl, Sir. Auf eure Stelle. Vergib uns, Sir. Nein, lass mich runter. Twink darf einmal wegfliegen, ohne dass Bowser es bemerkt. Das ist Logik. So. Mario, ich weiß, dass du es schaffst, alle hohen Sterne zu retten. Aus dem tiefsten Grunde meines leuchtenden Herzens spreche ich dir meinen Dank aus. Jetzt, wo du mich aus meinem Gefängnis befreit hast, ist auch das Segnis, welches meine Macht unter Verschluss hielt, zerbrochen. Schon bald werde ich wieder voll bei Kräften sein. Solange auch nur ein Funken Kraft in mir bleibt, werde ich stets helfen.
Glitzer, Glitzer, Glitzer. Mario kann nur die Sternkraft im Kampf einsetzen. Um eine Sternkraft einzusetzen, benötigt die Sternenenergie. Möchtest du, dass ich den Einsatz von Sternkraft und Sternenergie her? Nö, danke. Ich würde geraten, ja. Erklär's mir. Erlaube mir, es dir zu erklären. Also Mario, es ist leise wie die Sternenenergie. Ja, interessant. Und weiter? Siehst du, so kannst du sehen, über wie viel Sternenenergie du verfügst. Auf der rechten Seite des Balkens deutet ein Stern. Jeder Stern steht für eine Einheit Sternenenergie. Also verfügst du jetzt über eine Einheit. Oh ja. Als nächstes lass mich dir die Sternkräfte erklären. Wir beginnen mit Erfrischung. Diese Kräfte dienen dir, die Karten wie gleichzeitig mit 5 Punkten wieder aufzuladen. Warum brauchst du das nicht gleich mal aus? Also Fokus lädt verbrauchte Sternenergie wieder auf. So, ich bete hinauf und jetzt kommt Nobles da und halt mich. Interessant. Siehst du, sowohl die KP als auch die BP wurden jeweils um 5 Punkte aufgefrischt. Diese Aktion hat dich an Einheit Sternenergie gekostet. Du hast nur keine Energie mehr übrig. Behalte diese Einsage mehr. Kämpfe gut im Auge. Normalerweise wären der Partner der Regen vorgekommen. So ist deine Gegend, aber dafür üben wir einfach an, dass Mario wieder dran ist. Okay? Okay, Mario. 108 genau Sternenergie. Jedes Mal, wenn Mario an der Reihe ist, lernst du bestimmt ein kleines bisschen auf. Du sollst dir das merken, jetzt wird sicher noch 6 erledigt. Ja, Fokus, interessant, ja, la, la, la. Dann muss ich noch Fokus noch einsetzen. Bete, Mario, bete um dein Leben. Hast du gesehen, wie viel Energie du zurückgewonnen hast? Mit Fokus kannst du die Energie viel schneller wieder aufladen. Nur dafür kann ich auch nicht angreifen. Vergiss nicht, dass du deine Sternenergie auch durch eine Übernachtung in den Todes auffüllen kannst. Nur gut, so viel zu meinen Ausgaben. Ich wünsche mir, dass du die Sternenkraft in meinem Kampf ausgiebig einsetzt. Okay? Mario, hör gut zu. Du musst die anderen Menschen so schnell wie möglich retten. Wenn wir sie wieder zusammen sind, können wir ihnen eine Sternenkraft namens Sternenstrahl leihen. Der Sternenstrahl ist die einzige Möglichkeit, gegen die Kraft des Sternenstabes zu bestehen. Ich muss nur zurück zum Sternenhafen. Ich muss sofort aufbrechen, doch ich werde stets über dich wachen. Rette uns, Mario. Muss es sein? Minus. Okay. Moment, stopp. Ich habe hier vor der Festung noch ein... oder auch nicht. Ach, die werden wir uns zum Wegbomben. Und am Bett. Das Dix war aber nix. Also. Hier. Okay. Okay, einen Moment, ich habe die Tastatur wieder falsch eingestellt. So, okay, jetzt geht's wieder. Na, klar, ab hier. Schatztruhe, was befindet sich da rein? BP Plus. Sehr schön. Jetzt muss ich wieder auf Kupa. Oh, my God.
zurück nach Toadtown. Ach nee, bitte nicht der Kleine. Ja. Na, ich rede mit dir. Ich verspreche dir, dass dieser Kerl gänzlich anders als der letzte verlaufen wird. Wer ist dir, Eierschale? Was für ein Knirps? Schnauze! Du, Mario, du redest doch an mich. Ja. Das ist verdammt richtig, ich bin Junior Trooper. Diesmal wirst du die Engel sehen hören. Ja, du. Bereite dich auf den Schmerz vor, ich zeige dir, was ich gerade erst gelernt habe. Hier, pass wieder auf, Sir, das hast du noch nie zuvor gesehen. Der Angriff ist diesmal grenzenlos. Schwerer in den Darm des Gegners, also das auch fähig. Genau, ist noch nicht vorbei. Ja, ein Klemmt im Darm, das ist echt eine Seltenheit heutzutage, nicht? Erledigt. So, und wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Tschüss zusammen!